Wir starten im Marcha-Tal und machen uns auf den Weg Richtung Oberrettershütte. Das, was wir zuerst von der Hütte aufgestiegen sind, muss man alles wieder runter zum Gletscher. Aber jetzt kommen wir ganz gut vorwärts und die Spalten sind alle gut zum drüberkommen. Jetzt sind wir am Hintereisjoch. Da kommen dann noch einige Seilschaften von der schönen Aussicht drüber. Dann ein kurzer Firngrat, bevor es im Fels zum Gipfel weitergeht. Jawohl. Hinter uns Finalspitze Similaun und hintere Schwärze. Der Gepatsch ferner. Und der Orkler. Zurück geht's wieder über den Grat. Oder über einen Gletscher, wo der Wind jetzt ganz schön drüber pfeift. Je weiter wir runterkommen, desto ruhiger wird. Und in der Sonne ist es jetzt wieder richtig gemütlich. Genau richtig, dass man an dem See nur eine kleine Pause machen kann, bevor man den Gegenanstieg zurück zur Hütte in Angriff nimmt. Da sieht man jetzt nur den Aufstiegsweg über den Gletscher bis zum Hintereisjoch.